Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. In der letzten Folge haben wir Battle Tendency, also Part 2, angefangen mit den ersten 4 Episoden und jetzt machen wir Episode 5 zurück zum Wind, wo wir Joseph gegen Wamo spielen müssen. Sehr schön. Wahrscheinlich schaffen wir in dem Part auch Episode 2. Part 2. Sehr schön. Caesar scheint Wamo mit seinen Hamons zunächst vollkommen zu beherrschen. Aber in einem kurzen Augenblick der Unachtsamkeit erhält der Gegner die Chance zurückzuschlagen. Caesar erleidet durch Wamos Angriff eine tödliche Wunde, aber mit letzter Kraft gelingt es ihm, Wamo mit seinem Gegenmittel versetztes Lippenpiercing herauszureißen. Nachdem Caesar das Piercing und seinen Bandana in eine Blutblase eingeschlossen hat, stirbt er. Joseph und Lissa bleibt keine Zeit zum Trauern. Sie brechen sofort auf, um den Säulenmännern ein für alle Mal das Handwerk zu legen. Joseph und Wamo betreten die Kampfarena für den ultimativen Kampf um den roten Stein von Aya. Aya. Spielerangriff gesenkt. Ja. Kein Problem. Ich kämpfe doch immer gut. Hast du nicht mal Street Fighter Videos gesehen? Ah. Boah, zieht ein wenig ab. So, du fliegst mal da bei deinem Fern rein. Oder? Okay, ich dachte, wenn man da reinfliegt. Ja, genau so. Komm her! Aber das kostet gar keine Dingens, Energie oder so, ne? Ach, ach, komm. Ja. Hier, ich habe auch was zum Schlagen. Bah. Oh nein. Oh. Da bist du schuld. Mach. Ja, komm. Buff. Duft, duft. Sehr schön. Echt jetzt? Was? Mit der 1 kann ich auch Angriffe machen, was? Sag mir doch einer. Auch mit dem Dreck. Mein Gott, der macht das nicht. Ich hab gemacht. Kann ich auch mit der 1 machen, okay. Nix da. Nein, 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 nicht da eintreten. Lisa. Au. Jetzt weiß. Ich mal kurz gucken. Haben wir einen Atem, haben wir einen Over. Okay. Mann, was macht diese Abwehr? Komm mal nach der Knapp.
Ja, bei mir. Bleib. Doom und neulich. Gut. Retire. That face. Ah, mit der 1 kann man auch Attacken machen, leck mich. Sag mir doch einer. Die Wamu haben wir auch freigeschaltet. Nächste Episode. Es bleibt ja nur Kars übrig. Nach dem Kampf mit Wamu stellt sich Lisa Lisa den nächsten Gegner, Kars. Oh, ich hätte es beinahe X gedrückt. Aber obwohl Kars einen fairen Kampf versprochen hatte, besiegte er Lisa mit hinterhältigen Trick. Mit einem hinterhältigen Trick. Während er nach den roten Steinen greift, befiehlt er seinen Vampir-Dienern Joseph auf die Stelle zu vernichten. Der von seinem Kampf gegen Wamu schon erschöpfte Joseph sieht sich schon bald von den Vampiren eingekreist. Just in diesem Augenblick treffen ein von Sträumen angeführten deutscher Trupp zusammen mit den Spezialgruppen der taktischen Einheiten der Speedwagon Foundation ein. In einem gemeinsamen Vorstoß vernichteten sie die Vampirorden. Im Anschluss forderte Joseph Kars zum finalen Duell heraus. Ja, ja. Spieler erhält Haha nur durch Harmon-Atem. Okay. Ma. Sehr erwachsen. Okay. Lass mich mal kurz weg. Was? Wie? Autsch! Was zum... Bam. Nein, doch kein Dings. Au. Au. So, egal wie unsterblich oder gottmäßig du bist. Ich drück dir trotzdem in die Fresse. Wuppsa. Na, wissen was dann passiert, wenn er mich trifft damit. Nein. Nixa. Er wollte sich verwandeln, oder? Mal. Er hat das Gefühl, muss in gegen seine Verwandlung kämpfen gleich im finalen Kampf. Gefangen. Boah, diese Pose, ne? Was macht das denn überhaupt? Pass auf, das sind Pferde. Mann, der macht das einfach nicht. Hab ich doch mal an. Dummkopf. Okay. Kann länger einsetzen. Nein, die Pferde kommen, die Pferde kommen. Geh weg, geh weg. Ah. Hi, Lissa, Lissa. Okay, jetzt ist Kars nicht da. Macht auch Sinn, ne? So, jetzt möchte ich mit dem Ding zerlegen. Eine super Attacke.
Ah, Hilfe! Wie? Oh nein. Ich glaube, ich will hier schon wieder zu viel, ne? Nein, nein, nein. Geh weg, geh weg. Bloß der Spezialtechnik. Bams. Spezialtechnik hat mich gerettet. Was für die Ironie. Beim zweiten Part kommt das letzte Mal Hamon vor. Ah, ja. Okay, es geht aber noch weiter, nehme ich an. Wahrscheinlich noch nicht Finale oder Ende oder irgendwie sowas. Wir haben letztes Mal. Zur nächsten Episode. Yes, yes, yes. Jetzt wird er lachen. Ja, jetzt kann ich wahrscheinlich gegen den seine verwandelte Form oder so kämpfen, ne? Als ultimatives Geschöpf hier. Joseph Fieb schmetterte durch Kars Klinge und durchdringte dessen Körper mit einer tödlichen Dosis Harmonenergie. Aber gerade als Strohhalms UV-Strahl auf Kars zufliegt, enthüllt dieser die Steinmasse, jetzt verstärkt durch den roten Stein von Aya. Der Stein absorbiert den Strahl, aktiviert die Maske und katapultiert Kars Gehirn auf eine neue Stufe. Auf diese Weise ist Kars wiedergeboren als ultimative Lebensform. Anders als die vor Angst erstarrten Strohhalme und Speedfahrung erklärt Joseph, dass er wisse, was zu tun sei. Greift sich den losgelösten Stein und läuft so schnell davon, wie er nur kann. Kars will Joseph endgültig vernichten und startet eine brutale Serie von Angriffen. Ja, Joestar, Spezialtechnik. Gegner, haha, Zeige fühlt sich, Gegner Gesundheit regeneriert sich, Kars im ultimativen Lebensform. Modus, ja super. Ja. Ich wollte schon sagen. Oh Mann. Oh nein, seine wunderschöne Vogelform. Mach mir fällt runter. Mach runter, ey. Ultimative Lebensform, ich hab trotzdem ein Gewehr. Und ich komme jetzt da hoch. Mach. Lass uns lachen, Mann. Nein, Tentakel, was? Was? Mein Gott, wie viel Leben denn hat? Nein, aua. Wir können auch knapp werden. Oh, ich schaff das einfach nicht. Nein, das wird auf nie im Leben treffen. Oder doch, was? Während er am Boden lag. Nein, die Maus, oder was? Was war nochmal? Nein! Ein Eichhörnchen, genau. Ich bin Maus ein Eichhörnchen. Der Maus wird dann später wichtig. Ein paar Ziegen. Was? Nein! Ich kämpfe doch nicht gegen Pferde. Nein! Nein! Ma! Pass auf, Mann! Das sind Pferde! Mann, mach doch weiter mit dem Angriff. Ja.
Ah, sehr gut. Da muss ich einsetzen, okay. Voll respektvoll gegen eine Gottheit. Ah, ich dachte, er wird noch getroffen. Komm da runter. Nein. Komm schon. Nein, doch. Jawohl. Sehr schön. Das war knapp. Ja, ja, wollen wir mal sehen. Ja, ich kann die sogar am Boden treffen, sehr gut. Ich würde den ganzen Tag machen am liebsten. Verdammt. Verdammt. Autsch. Oh, das sah schmerzhaft aus. Und jetzt den hier. Sehr schön. Okay. Komm mal näher. Nein, 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 nein. Komm schon hin, ne? Oh, knapp. Dich und mit Hamon erledigt. Ah, sehr schön. Sehr schön, ich liebe das Spiel jetzt schon. Okay, jetzt kann ich alles auf der Feindseite spielen wieder. Hab Cars freigeschaltet, Exceptor freigeschaltet, okay. Wamo, Cars und ACDC. Ja. Alle möglichen Extras freigeschaltet, ich verstehe schon. ジョセフは戦闘機に乗り込んでイタリアのボルガノ島火山に向かった。だが彼は数の追撃により重傷を負い、さらに噴火に巻き込まれてしまう。この呼吸法だ。波紋使いの貴様を死という暗黒の淵に突き落とす儀式には、やはりこの波紋がふさわしい。 無限の谷底へ溶けて流れ落ちろ。何？石石は波紋増幅器だった。鳥に変身して逃れてやる。さすが地球のエネルギー、ものすごいスピード。いや、ボニーフォンボルカン層の上に上昇し、genau。 切断された手が飛ばされ突き刺さったか。そうカーズ、貴様はこれも計算のうちか。ジョジョという、これも計算の。In diesem Moment。当たり前だぜ。このジョジョは。ほら、ファーレ。何から何まで計算ずくだぜ。本当は違うけど、カーズが悔しがるならこう言ってやるぜ。しかし。 その噴火のエネルギーを利用し、カーズを大気圏外へ追放することに成功した。カーズは二度と地球へは戻れなかった。え、これは超えぎ、シックさ。鉱物と生物の中間の生命体となり、永遠に宇宙空間をさまようのだ。
そして死にたいと思っても死ねないので、そのうちカーズは考えるのをやめた。Ich glaube, der hatte echt das schrecklichste Ende von allen Bösewichten. Der ist immer noch am Leben, im Weltraum, kann aber nicht sterben und ist die ganze Zeit gefangen. Der ist nur noch so eine Art Stein im Weltraum und der bemerkt das noch alles. Der, ja okay, jetzt vielleicht nicht mehr, aber ich dachte, das ist voll das schreckliche Ende eigentlich. Ja, das wurde auch nicht irgendwie erklärt, aber egal. スージーQと夫婦になって皆の前に姿を現すのだった。そして時代は流れる、世代は交代する。ジョジョはえ、der hat doch gerade gesagt. Ach so, mit der Serie oder was? Okay. Keine Ahnung. Sehr schön.Battle Tendency abgeschlossen. Wir haben eine extra Episode freigeschaltet, anscheinend. Opfer. Ah, okay. Das, weil ich Lisa Lisa Dawn geloadet habe. Okay. Weiß ich nicht. Da könnten wir ja auch in der nächsten Folge machen. Oder. Weiß ich nicht. Weiß nicht, was ich da machen soll.Nächsten Folge. Dann mach mal jetzt noch. Oder? Nee, mach mal in der nächsten Folge. Würde ich sagen, ich beende die Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.